Das Ziel meiner Forschung ist es, mechanische Modelle zu entwickeln, um Krankheiten früher zu diagnostizieren oder auch Behandlungsmethoden zu optimieren. In meiner Forschung habe ich die Mechanik des Gehirns mithilfe analytischer, experimenteller und numerischer Methoden untersucht. Im frühen Stadium der Gehirnentwicklung, noch im Mutterleib, ist das Gehirn tatsächlich glatt, also eher wie eine Kartoffel. Während der Entwicklung bilden sich dann Falten und diese charakteristische Oberfläche des Gehirns hängt auch ganz eng mit der Hirnfunktion zusammen. Das heißt, das Faltungsmuster ist auch ein Indikator für abnormale und normale Gehirnentwicklung. Da hat jetzt die Arbeit von Frau Dr. Budai die mechanischen Ursachen erkundet. Das eröffnet natürlich die Perspektive, das noch besser zu verstehen, woher kommen Schizophrenie zum Beispiel oder Autismus. Wir konnten Modelle entwickeln, was die Gehirnfaltung vorhersagt. Zunächst haben wir uns natürlich die zellulären Prozesse während der Gehirnentwicklung angeschaut, um verstehen zu können, wie das Modell aussehen muss. Dann mussten wir natürlich die Materialeigenschaften charakterisieren. Und eine besondere Herausforderung beim Arbeiten mit Gehirngewebe ist, dass es extrem weich ist. Selbst Wackelpudding ist noch deutlich steifer als Gehirngewebe. Das heißt, wir können die Standard-Testmethoden einfach nicht anwenden. Und in diesem Kontext hat Silvia Budai sich denn ganz besonders hervorgetan, weil sie nämlich als einer der ersten wirklich diese sehr schwierigen Materialien nicht nur abstrakt modelliert hat, sondern auch experimentell untersucht und getestet hat. Meine Arbeit ist in ganz enger Zusammenarbeit mit Professor Ellen Kuhl an der Stanford-Universität entstanden. Dann haben wir zusammengearbeitet mit Professor Timothy Overt an der Notre Dame University in Indiana, USA. Dort konnten wir Nano-Indentationsversuche an tierischem Gehirngewebe durchführen. Und dann haben wir mit Professor Gerhard Holzapfel an der TU Graz zusammengearbeitet, wo wir dann tatsächlich auch menschliches Gehirngewebe testen konnten und das sogar unter verschiedenen Belastungsmoden, sodass wir dann die Daten generieren konnten, die wir tatsächlich für unsere Modelle auch brauchen. Aus meiner Sicht hat die Frau Dr. Budai den Bertha-Benz-Preis zu Recht zugesprochen bekommen, weil dieses Feld natürlich auch gesellschaftlich außerordentlich relevant ist. Ein neues Feld ist der 3D-Druck von Organen. Da können unsere Methoden helfen, zum Beispiel Materialien zu identifizieren, wie Biopolymere, die gleiche Eigenschaften haben wie das tatsächliche Gewebe. Unsere Modelle können in Zukunft eben helfen, MRT-Bilder auszuwerten, Krankheiten früher zu diagnostizieren. Und da können wir wirklich vorhersagen und auch Krankheiten erklären.